Ja, und bevor wir jetzt hier noch lange rumdrucksen, werde ich, glaube ich, mal ein bisschen vorspulen. Dann müsst ihr euch das nicht antun. So, da können wir jetzt auch weiter. Lassen wir die Clowns mal in Ruhe. Und da können wir uns weiter auf nach Novak machen. Ein Schild ohne was drauf, auch nicht schlecht. Drüben ist was. Ein Feuerchen und Zelt, also. Ich glaube nicht, dass die feindlich sind, also daher. Oh fuck, die Legion. Ave, Caesar treuer Geber. Ja. Degenerierte wie Sie gehören an ein Kreuz. Ich kreuzige deine Oma, Alter. Sie sind. Ja, unsere verstärkte Lederrüstung sieht nett aus. Ich meine, gibt besseres, aber sieht nett aus. Also. So, was machen wir unten, Kollege? Oh, sorry. Ja, so losbinden schon mal nicht. Lassen wir die erstmal in Ruhe. Ich will nämlich keinen Stress mit denen. Aber, hä? Ich hoffe bei Caesar, dass die Verderbten uns noch mehr Opfer schicken. Du bist Kira, das Opfer, du Genie. Lassen wir auch in Ruhe. Naja, okay, wenn... Gehen Sie weiter. Ja, ja. Ich will jetzt nicht unbedingt Krieg mit der Legion anfangen. Aber ich finde die halt nicht so toll. Und deswegen können wir uns ja mal ein bisschen an ihren Vorräten bedienen. Münzen vorhin, da kann man bestimmt später noch was machen. Mit. Oder eintauschen oder sowas. Da unten, wo ich was jetzt in meinem Rücken liegen müsste, da werde ich nicht hingehen, weil ich mag nicht. Aber Caesar treu ergeben. Ah! Tut ja richtig weh. Seine Stimme. So, der Laden hier ist echt scheiße. Hast du noch was zu sagen? Oh, wow, der steht auf. Was hat? Geil. Aber Caesar treu er. So, kann super nichts machen. Atomcocktail finde ich scheiße. Also. Das bringt's eigentlich. Wenn man's brät. Ich denke mal, ich werde das. Obwohl wir haben eigentlich genug Lebensmittel im Moment. Geben. Alter, halt die Fresse. Das übersteuerst dich. Ich weiß nicht, ob ihr das hier gerade seht oder ob das gerade nur bei mir ist. Aber dieses Flackern, das geht mir auf den Sack. Das ist gerade richtig scheiße. Wow. Ach so.
Ja. Warum nicht, ne? Komm, nehmen wir hier Bleirohr. Ist ja nur ein kleines. Schnauze jetzt, Mann! Ich frage mich, wie das Rohr einfach so wegsteckt. Na egal. Wo ist denn der? Nice. Wenn wir rennen können, dann rennen wir. Also auf geht's. Wir müssten gleich da sein. Da unten ist zumindest schon mal irgendwas aufgebaut. Ja, wie kommen wir jetzt hier runter, ohne uns zu brechen? Ja, wir laufen einfach runter. Haben wieder 5 Meter mehr, aber... kann man nichts machen, ne? Alter, was war das schon wieder? Das ist hier in der Aufnahme generell die ganze Zeit hier so ein Scheißgeballer. Was soll denn das? Aber egal. Ah, eher in Kabel. Ranger Station Charlie. Das ist ja schon mal nicht übel. Aber Hallöchen. Kampflos geben wir nicht. Okay. Kampflos ja. Geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Okay. Ja, da können wir jetzt mal hier ein bisschen gucken. Vielleicht haben die irgendwas Brauchbares. Nee. Also, wir wollen ja hier kein Alkoholiker werden, ne? Noch nicht. Ich bin begeistert, wie viel nicht brauchbares Zeug die hier haben. Ich meine, okay, die Station besteht aus Wracks, also soll man erwarten, aber ein bisschen Zeug hätten die auch mal haben können. Munition, wenigstens etwas. So. Hier. Nur ein Schwuggelbett. Ah, das will ich mit leeren Whiskyflaschen. Ich meine, ich nehme ja nicht mal volle mit. Leer. Leer. Ja, braucht man auf jeden Fall Bleirohre. Damit können wir uns schon mal schön reparieren. Uns. Klar. Unser Bleirohr schön reparieren. So. Ach, wir haben einen verkrüppelten Arm. Hab ich gar nicht registriert. Aber egal. Können wir erstmal jetzt reparieren. Wunderbar. Kleinkalibergewehr. Ja, das reicht dann. Weil wir nichts mehr machen können. Warte. Ich glaube, ich habe einen Hammer aufgesammelt. Auf den ersten Blick habe ich den als Klammer registriert, deswegen eingepackt. Na, vielleicht schmeißen wir den gleich weg. Oder wir verkaufen den. Muss ich mal gucken, wie ich lustig. Fuck, geil! Eine Sonnenbrille! Die werden wir uns gleich auf jeden Fall aufsetzen, weil Sonnenbrille ist geil. Sonnenbrille, Sonnenbrille, Sonnenbrille. Yes! Jetzt sehen wir verdammt geil aus. So, ich habe ein neues Headset bekommen, falls das auffällt oder auch nicht, ist egal. So, ja, kann man da nichts klauen.
Ja, Musik, fick dich. Ich nehme das mal mit. Toll, radioaktives Wasser. Egal. Wieso dreht die Kacke? Da werde ich nicht raustrinken. Nicht heute. Sauber. Wenn wir jetzt nicht versteckt wären, das wäre schon krass scheiße. Wie schön, dass hier nichts braucht. Kampflos ist. Geben wir nicht. Ja. McCarran mag es nicht, wenn Zivilisten in Außenposten des Militärs rumlatschen. Wenn sie hier was zu erledigen haben, dann beeilen sie sich damit. Ja. Sagen der Funkkontakt hier draußen wird wegen der Hügel öfter mal gestört. Und manchmal gehen geplante Updates nicht durch. Ja. Wenn das oft genug vorkommt, dann kommt jemand, um nach uns zu schauen. In letzter Zeit kriegen wir seltsamerweise zusätzliches Sanitätsmaterial. Doch. Ich habe auch keine Eile bei der Rückgabe dieser Vorräte. Ja, ist doch toll. Was dagegen, wenn ich ein bisschen medizinisches Material mitnehme? Ich hätte besser gar nichts sagen sollen und sollte sie auch nicht auf die Idee bringen, sich mit der RNK anzulegen. Ja, chill mal. Erstmal sind wir ja gut Freunde. Ranger Station Charlie. Wir sind verantwortlich für die Kontrolle des Highways bis nach Novak. Okay, ist ja was Seltsames passiert. Wir sind teils Kundschafter, teils Kommandosoldaten und teils Sheriffs. Das Training ist brutal und nur 2 von 10 Rekruten stehen es ganz durch. Mhm. Bevor man ein Ranger-Abzeichen kriegt, muss man beweisen, dass man leiser als ein Schatten und wilder als eine Todeskralle ist. Ja, will ich sehen. Gibt es viele Ranger in der Morale? Ein paar Dutzend, würde ich sagen. Die meisten sind in Posten wie diesem stationiert. Wir bemannen die Station oder patrouillieren in der Umgebung. Die meisten Ranger waren normale RNK-Soldaten. Wenn einer besonderes Geschick im Kampf und beim Spähen zeigt, wird er fürs Training vorgeschlagen. Sprechen wir über etwas anderes. Na klar. Es wird selbst Seltsames passiert. Ja. Alles ruhig im Moment. Ranger Beaumont hat das Kommando, aber er führt gerade eine Patrouille an. Okay. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ja, das werden wir sehen. Stimpex. Also Stimpex könnten wir eigentlich mal ruhig wieder gebrauchen. Ein paar. Kann ja nicht schaden. Oder Super Stimpex auch nice. Aber ich will keinen Stress mit der RNK. Wenn möglich wäre, würde ich da sogar irgendwie beitreten. Oder wir kommen später zu einer Stelle, wo wir sie unterstützen können. Ich glaube, so war das. Also werden wir jetzt hier... Wie lange warten wir? Ja. Wenn alles nach Plan läuft, müsste er jetzt pennen und wir können uns die Vorräte krallen. Yes! Liegst du da? Wunderbar. Na, Rapunzel. Ich sag da nichts zu. Ja, gute Nacht. Schnappen wir uns die medizinischen Materialien. Aber Spritzen brauchen wir nicht. Nice. Können wir auch mitnehmen. Und da war dann hiervon. Dann würde ich sagen, brechen wir weiter nach Novak auf. Ich meine, bei Nacht immer ein bisschen extra riskant und so weiter, aber das ist ja egal jetzt. Ich will einfach nur schnell nach Novak kommen. Und sicherheitshalber nochmal speichern. Denn man weiß ja nie. Irgendwie wieder bange, da irgendwas von der Seite kommt. Und diese Hintergrundmusik, die macht's nicht besser. War doch gerade ein Schuss, oder? Und sieht keiner. Sprich, hier ist keiner.
Also diese Schüsse, die öfters mal auftreten, die finde ich echt scheiße. Black Mountain Radio Funksender empfangen. Signal, whatever. Ich würde ja ab und zu gerne mal Radio anmachen, wenn wir reisen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei Fallout New Vegas ist und dann mit den Liedern. Inwiefern die Copyright-mäßig da gesichert sind und so weiter. Und ich will echt keinen Stress mit GEMA oder ähnliches. Denn ich bin noch sehr stolz drauf, dass dieser Account keinen Strike hat. Zumindest noch nicht, wo ich hier das Let's Play jetzt aufnehme. Oh, zum Laggen, das ist so schön, da. Ja, Lehrerbriefkasten. Aber ich habe generell in letzter Zeit irgendwie Probleme im technischen Bereich bei meinen Videos. Das ist ziemlich schwer, diese zu beheben. Ja, aber wir haben ja jetzt Norweg erreicht. Hier ist ein Zelt. Das können wir ja nochmal... Wow, fürs Essen. Wo ist denn dein Besitzer, Kollege? Dann nicht. Eine Rakete. Kann man mit der was machen oder ist sie nur zur Deko da? Interessiert mich jetzt. Vielleicht kann man die starren lassen oder so. Nö. Wirklich nur zur Deko. Boah, noch eine Rakete. Ja, schön, wie wir nichts machen können. Hier können wir wieder nur alle Munitionssorten zerlegen, was ich nicht will. Können wir hier was gebrauchen? Nö. Ah, sehr leicht, das kriegen wir hin. Wieso ist eigentlich immer nach rechts falsch? Man muss immer nach links. Toll, wenn du dieselbe Scheiße. Ich frage mich, ob sich das Karma später noch auswirken wird irgendwo drauf oder wie oder whatever. Novak. Wunderbar. Betreten wir halt direkt mal. Ja, hier ist wieder Mucke und... Ja, ich weiß nicht, was war. Was, wofür. Ich wüsste nicht warum. Ja, aber. Geil. Ja, Musik. Fick dich schon mal ins Knie. Schlüssel. Und ein Safe. Werden wir, glaube ich, direkt mal knacken. Ist ja nur leicht verschlossen. Müssten wir eigentlich ohne Probleme hinkriegen, weil wir können schon durchschnittliche Schlösser knacken, also daher. Komm. Yes! Nehmen wir direkt alles mit. Sunset Suspirilla Automat. Der beschädigt ist. So, ich glaube, hier ist eine Tante, die uns ein Zimmer gibt, was ich vorhabe zu akzeptieren. Weil ich habe echt Bock, dass wir endlich mal ein Zimmer haben. Also warten wir jetzt. Wir haben jetzt zwei, fast halb drei morgens. Ja, passt. So, du Truller, bist du da? Guten Tag! Herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Ja, wir kennen uns noch nicht. Was ist das für ein Ort? Ja, der erste. Wie konnte ich nur? Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel. Solange sie keinen Ärger machen. Natürlich nicht. Wir sind ja netter Kerl. Was ist das für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novak.
Dies hier ist das Dino D. Light Motel und es gehört mir. Hm. Welche interessanten Plätze gibt es hier? Ich suche nach einem Mann mit Mantel. Ja. Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. Mhm. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Sonst noch was? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Das ist schön. Erzählen Sie mir mehr über Repcon. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Mhm. Hüten Sie sich vor Fremden. Das sagt eine Fremde. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Ja, wir waren noch nicht fertig, oder? Wo kann ich mich mit... Schauen Sie mal bei Cliff Briscoe im Dino-Bite-Geschenkeladen vorbei. Und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Ja. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Aha. Ja, warum nicht? Ich suche jemanden mit einem karierten Mantel. Haben Sie ihn gesehen? Na ja, er mag zwar fein angezogen gewesen sein, aber wie ein echter Gentleman wirkte er nicht auf mich. Hatte seine Nase so hoch oben, dass man sie in den Wolken gar nicht mehr sehen konnte. Diese Städter glauben immer, sie hätten was Besseres verdient. Die Schläger in seiner Begleitung schienen Manny irgendwie zu kennen. Er ist tagsüber unser Scharfschütze, oben im Dinosauriermaul. Okay. Dann werden wir mit diesem Manny mal ein bisschen reden. Was ist hier so los? Letzte Zeit. Oder so. Mal sehen. Dusty McBride hat ein paar Brahmin verloren. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Okay. Ranger Andy ist immer noch verletzt. Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Hm. Sie sind ein echter Segen. Ja, ja. Namens Benny rechnen. Boah. Oder? Hm. Schussheld. Ja, das machen wir auf jeden Fall nicht, weil eigentlich ist der Ort ganz nett hier. Nehmen wir, glaube ich, das Tier. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? Na gut. Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Jo. Hüten Sie sich vor Fremden. Ja, du bist doch auch fremd, Mann. Also einfach mal Schnauze halten. So. Ich werde wohl nur... wie heißt, sollen wir in das Hotelzimmer gehen? Na komm, oder... Also ich werde jetzt hier mich wieder fit machen in allen Sachen. Werde unser Hotelzimmer ein bisschen einrichten. Werde zum Doc gehen, um mich heilen zu lassen. Aber euch will ich davon gar nicht so viel zeigen, weil eigentlich ist das sau langweilig. Und ich weiß auch nicht mehr gerade, was ich reden soll. Und ja. Deswegen sage ich jetzt hier schon mal bis zum nächsten Part. Ciao.